Und? Hältst du das hier immer noch für eine gute Idee? Selbstverständlich. Sieh nur, Mom und Deb freuen sich, uns zu sehen. Aber dem König und der Königin blieb die Freude im Halse stecken. Ratlos starrten sie auf die sich nähernden grünen und korpulenten Gestalten. Wer in aller Welt sind die? Ich denke, das ist unser kleines Mädchen. Von klein kann keine Rede sein. Wir haben ein schwerwiegendes Problem. War es nicht vereinbart, dass sie Prinz Charming küsst und den Zauber bricht? Zugegebenermaßen, er ist kein Prinz Charming, aber wirken sie nicht. Zufrieden? Wir sind gekommen. Wir haben sie gesehen. Jetzt lass uns abhauen, bevor sie noch die Fackeln anzünden. Sie sind meine Eltern. Hallo, sie haben dich in einen Turm eingesperrt. Schon vergessen? Hey, sie meinten es nur... Gut, das ist unsere Chance. Lass uns reingehen und so tun, als wären wir nicht zu Hause. Ich bitte dich, Harold, doch nicht... Jetzt! Während sie sich unterhalten, können wir das weitersuchen. Schreck, hör auf damit. Das Ganze wird eine... Katastrophe! Auf keinen Fall! Kriegst du das hin? Aber ich will... Wirklich? Unter keinen Umständen... Hier antreten! Als sie sich endlich gegenüberstanden, ergriff Fiona zuerst das Wort. Mom, Dad, ich möchte euch meinen Ehemann vorstellen. Das ist Shrek. Tja, man sieht gleich, von wem Fiona ihr gutes Aussehen geerbt hat. Beim darauffolgenden gemeinsamen Mahl ging es ziemlich schweigsam zu. Argwöhnisch beobachtete der König Shrek, dessen Tischsitten doch einiges zu wünschen übrig ließen. Plötzlich stürmte der Esel in den Speisesaal und setzte sich plappernd zu ihnen an die Tafel. Na, was läuft, Leute? Danke fürs Warten. Ich musste mich x-mal durchfragen. Nein, nein, böser Esel, pfui, aus, runter! Nein, 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 Dad, das ist in Ordnung, es ist okay, er gehört zu uns. Er hat mich aus den Klauen des Drachens befreit. Ja, ja, das bin ich, das edle Ross. Hey, Ober, lass mal was zu essen rüberwachsen. Oh, Mann. Also, Fiona, erzähl doch mal, wo ihr wohnt. Gern. Shrek besitzt ein Stück Land. Nicht wahr, Schatz? Oh, ja. Es liegt in einem verzauberten Wald. Und dort leben putzige Eichhörnchen und niedliche kleine Entchen. Was? Du sprichst doch nicht etwa vom Sumpf? Esel. Ein Oger aus dem Sumpf. Oh, wie originell. Das ist bestimmt ein nettes Plätzchen, um Kinder großzuziehen. Bei diesem Satz verschluckten sich der König und Shrek an der köstlichen Vorsuppe. Es ist doch ein bisschen früh, um damit zu beginnen, nicht wahr? In der Tat. Ich habe gerade erst mit dem Essen angefangen. Harold! Was hat denn das zu bedeuten? Dad, dort ist es toll, ehrlich. Ja, für sein Kaliber vielleicht. Mein Kaliber? Ich muss mal für Langohren.